Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem, ja, neuen Let's Play oder, ja, neues Game. Kurz mal zwischendurch reingeschoben. Ich glaube, es wird ein Mini-Let's Play und damit willkommen zu The Fabled Woods. Ich habe es vom Entwickler bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Heads up. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich den Key bekommen habe. Thank you very much for the Game Key. Und es gibt einen gewissen Teil im Spiel, einen gewissen Grad nach einer Höhle. Ich muss euch da hinweisen, im Übrigen. Wenn wir diese Höhle überschritten haben, muss ich eine Spoilerwarnung aussprechen. Das mache ich jetzt schon mal. Da stand nämlich im Schreiben drin, dass weil ihr sollt das natürlich auch selber kaufen und natürlich auch selber spielen. Wie gesagt, ich mache keine Kaufempfehlung, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nicht. Aber was ich sagen wollen, ich soll diese Warnung aussprechen, denn, wie gesagt, es geht hier um natürlich eine Story, es ist ein Story-Game und ein gewisser Bereich, wie gesagt, am Anfang des Spiels, ne, spielt ein bisschen rein und dann soll wohl eine Höhle kommen und danach soll wohl ein sehr großer Spoiler kommen, wenn man da guckt, weil dann hat man vielleicht sogar schon die Lust verloren, das Spiel selbst zu spielen, weil man soll es ja auch selber ein bisschen spielen und halt selber rausfinden, was da kommt und alles. Und ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr dranbleibt, ob ihr guckt. Wir drücken ein neues Spiel und dann würde ich sagen, legen wir los. Cyberpunk Studios präsentiert. A visitor? What do I say? It's been so long since I've had company. Oh, it's you. What a surprise. Not a lot of other folks come and visit these parts. I should have known. You should already know me. But just in case, my name's Larry. I was here to be closer to my son, William. Every time I came back to these woods, I could feel him again. If only I could tell him how sorry I am. That's enough about me. We're here for you. These woods hold the answers to your questions. Everything will be explained soon. And this time, please pay attention. Okay, Larry. Es geht also um uns. Er kennt uns anscheinend. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht unfassbar gut aus. Ich habe übrigens tatsächlich, man mag es gar nicht glauben, Rage Racing an. Und ich werfe noch mal ein paar Informationchen rein. Das ganze Spiel gibt's schon seit März. Ich glaube Ende März. Und kostet roundabout 14,99 €. Und man bekommt ein digitales Artbook und den Soundtrack dazu. Nur so schon mal zur Info. Das sollte ich auch noch mal reingeworfen haben. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was Larry so über uns weiß. Denn anscheinend kennt Larry uns. Und ist das hübsch hier im Wäldchen? Und ich nehme das extra ohne Kamera auf, denn, ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass es ein Horror-Game wird, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Denn ich denke eher, dass es ein ruhiges und gemütliches, ja, Erkundungsspiel wird. So also eine Art Walking-Simulator mit Story. Und wir haben schon sehr, sehr coole Spiele damit gespielt. Und ich bin sehr gespannt jetzt. Ich sollte vielleicht mein Telefon mal auf stumm schalten, sorry. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Larry, wie gesagt, war hier wegen seinem Sohn William. Es tut ihm so leid und er kennt uns, aber es geht diesmal um uns. Und wir sollen sehr aufmerksam sein, hat er gesagt. Das ist das erste Spiel, was ich übrigens mit Raytracing aufnehme. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob ich das hinbekomme. Ich hatte vorhin mal Testaufnahme gemacht. Und, oh, wie schön. Oh, ist ein Traum, ne, oder? Ja, hier könnte ich mich wohlfühlen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Gehen mal in den Wald. Oh, hier komme ich gar nicht lang.
Okay. Aber ich gehe mal hier ans Bächlein. Und wir hören das. Ah, wie schön mit der Sonne. Das ist ja ein Traum. Ah. Atmen einmal tief ein und atmen einmal tief aus und genießen die ländliche Luft hier. Wie schön. Und ich nehme das auch mit dieser neuen, dem neuen Aufnahmeformat, den neuen Encoder auf. Bin mal gespannt, ob das alles funktioniert und läuft. Wir schauen mal. Oh, was ist denn da? Ja, aber das Raytracing sieht man, dass es hier spiegelt. Der Baum und alles. Was ist denn hier passiert? Was ist denn da? Liegt da jemand? Nein, ich dachte. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott, was ist denn da los? Ich weiß jetzt nicht genau, in wie regelmäßigen Abständen diese Videos kommen, weil ich ja mal alle 2 Tage immer die anderen laufen habe. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das handhabe, wie ich das mache. Weil ich ja noch Brief Edge laufen habe und Tschernobyl. Ein Camp. Das kann ich aber nicht benutzen. Das aber. Ashley. Wer ist Ashley? Und ich muss sagen, ich mag die Stimme des Protagonisten. Die ist sehr geil. Die gab's schon mal irgendwo. Okay, ein Rope. Ein Lagerfeuer. Schade, ist die Musik immer so abrupt beendet. Die könnte ruhig weitergehen. Noch ein Rucksack. Also war Ashley nicht alleine? Anscheinend. Auf jeden Fall haben sie es hier schön gemütlich gehabt. Mit Campinggriller. Oh, das ist ja ein Traum. Zigaretten liegen im Feuer, auch schön. Hier wurde geraucht, Unverschämtheit. Ah, diese Natur. Richtig schön. Da, ich weiß nicht, ob wir da lang waren. Da ging es, glaube ich, auch lang, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich mich ducken mit C? Nee. Ich kann auch nicht springen. Okay, also geht es hier nicht, anscheinend nicht lang. Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen leise. Ich kann es leider... Drücke? Was? Space, um dich zu erinnern? Hä? Was? Why do my eyes hurt? Folge den Hinweisen. Ich habe meine Augen gezwinkert. Was zur Hölle? Aber welchen Hinweisen? Ich sehe keine Hinweise. Siehst du Hinweise? Oh mein Gott. Welches dunkle Geheimnis mag uns hier noch offenbaren? Das ist ja spannend. Ich fand die Beschreibung auch sehr interessant auf Steam. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das hier noch vonstatten geht. Vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen horrorig. Ich weiß es nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Welche Hinweise denn? Im Übrigen, ich drücke nicht immer Leertaste, der nach einer Zeit deaktiviert er wieder diese Sicht. So, ich probiere nochmal. Kann ich hier? Was zur... Was? Ein Bär? Was zur Hölle? Was ist hier passiert? Ach du Heiliger. Okay, sobald ich nach unten gucke, kommen die Hinweise gerade auf. Was war das denn? Da stand doch jemand, oder? Bitte was? Blutmond. Okay.
Für die, die sich fragen, warum zeige ich das nicht im Stream, weil ich viel mehr streame aktuell, aber mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr YouTube aufnehme. Das liegt daran, ich habe wieder so viele Spiele von den Entwicklern. Ich habe so viele Spiele, ohne jetzt angeberisch zu klingen, so viele Spiele von Entwicklern bekommen und ich schaffe das zeitlich alles gar nicht im Stream. Und ich muss ja auch noch oder will ja auch noch ein bisschen Tomb Raider weiterspielen. Privat bin ich noch ein bisschen Watch Dogs dabei und sonst schaffe ich das alles gar nicht. Und es sind noch so viele Spiele zu spielen. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen und irgendwie kriege ich das schon hin. Gar kein Problem. So, weiter geht's. Das scheinen Erinnerungen zu sein. Aber was ist mit Ashley passiert? Und wer ist Ashley? Unsere Freundin? Es tut mir leid, dass das Leben gerade so chaotisch ist. Das Zelt ist voller Blut. Oh mein Gott, welches dunkle Geheimnis werden wir hier lüften? Oh mein Gott. Aber wie gut. Also gefällt mir jetzt schon richtig gut das Spiel. Was ist das denn? Was? Lassen Sie ihn los? Was machen Sie da? Ein neuer Pfad erwartet dich. Ne. Was zum... Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber... Oh, wir können gar nicht... Die Brücke ist kaputt. Was zur... Er wurde mit dem Stein erschlagen. Aber wer? Und jetzt ist das nicht mehr so ein schöner Waldspaziergang, wie ich finde. Nachdem wir herausgefunden haben, was hier schon geschehen sein muss. Ein neuer Pfad erwartet dich. Die Frage ist... Wo führt er uns hin? Und jetzt sehen wir das wirkliche Camp. Mit den Blutspuren, die hier am Flackern sind. Ich glaube, es soll nicht so sein. Es ist, glaube ich, ein Spielefehler. Ach du Heiliger. Die Bank ist auch umgestürzt. Die stand vorher auch. Was haben wir denn hier? Was ist das? Nick Rafter. Ashley war also mit Nick Rafter hier unterwegs. Er kommt aus Virginia. Und er ist am 15.07. geboren, wenn ich das richtig sehe. Okay. Was haben wir auf der hinten Rückseite stehen? Okay. Nick Rafter. Ist das Nick, der dort liegt? Und wer ist Larry, der die Geschichte erzählt hat? Und wer sind wir? Und wieso kennt uns Larry? Fragen über Fragen. Ich bin sehr gespannt. Okay. Wir gehen weiter den Wald entlang. Und dann schauen wir mal, worauf das noch hinausläuft. Solche Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich. Wo man wirklich einfach erkundet. Und so ein bisschen so selber Rätsel raten muss, was ist passiert. Und dann Stück für Stück die Geschichte aufdeckt. Larry. Finden wir jetzt raus, wer Larry ist? Was ein geiler Song.
liebsten gar nicht sagen. Also der Soundtrack ist mal mega. Also ich bin froh, ich habe den wie gesagt auch bekommen. Und ihr bekommt den auch, wenn ihr das Spiel kauft. Und wie gesagt, ein digitales Artbook, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, Entwickler unterstützen, Spiel kaufen und ja, damit gewährleisten, dass noch mehr von sowas kommt. Warum sind die Bäume denn so rot? Oder meine ich das nur? Was? Wasser? Okay, ich dachte, ich hätte Wasser gehört. William's axe. I remember taking him to town, letting him choose his first axe. Once we got back to the cabin, he couldn't stop trying to cut down every tree in the woods. There'd be nights it would get so quiet, all you'd hear are the birds and the sound of that axe like a heartbeat outside. Ja, William's axe, also William's Axt. Mit roter Farbe, würde ich jetzt behaupten. TM. Und wer ist jetzt William? Wir haben Nick Rafter kennengelernt. Sind wir William? Waren wir Holzfäller oder sind Holzfäller? Und wieso sind wir an diesen Ort zurückgekehrt? Weil anscheinend waren wir ja, glaube ich, schon mal hier, weil Larry uns ja kennt. Der Erzähler der Geschichte hier. Ist aber echt schön hier, ne? Muss man sagen. Boah, wow. Wenn es gerade ein bisschen nebelig ist, finde ich es doch schön. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, weil es ist doch sehr leise, das Spiel. Aber im Hintergrund gerade so ein... Warte, dann mache ich gleich mal mit. Warte. Da schon wieder. Ganz leise im Hintergrund, so ein... Wie so ein Wer schreit denn da? Was ist denn das? Und ist das jetzt Larrys Geschichte? Weil wir Larry ja die Schrift gesehen und bekommen haben? Was ist hier? Achso, wir können ja diese Sicht nutzen, ne? Ich würde es einfach mal spontan... Diesen Schrei, den ihr gerade gehört habt, den höre ich ganz leise im Wald immer. Wenn ihr den gehört habt. Das, was jetzt gerade war, das höre ich ganz leise hier im Wald, wenn ich hier rumlaufe, aus weiter Ferne. Ja, es ist die Hütte aus dem Titelbildschirm. Hallo? Jemand zu Hause? Abgeschlossen. Warum? Was ist hier? Eine Feuerstelle am Wasser. Oh, wie schön. Vielleicht mal Grill anschmeißen. Fire brings people together out here. You understand. When the chores around the cabin were done, William would always beg to get a fire going by the river. Of course, it always started out as a much larger fire than we needed for our little pit. Nothing to distract you. No worries, guilt. We were at peace with the world. Er war immer mit der Welt im Reinen. Keine Schuldgefühle. Warum betont er das so? Mit William?
Spannend, ne? Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Kann ich da reingucken? Ah, Mist, ich kann mich auch nicht ducken, ne? Da war jetzt kein Fenster. Hier ist noch irgendwas? Nö. Okay. Das ist aber echt schön, das Spiel, muss man sagen. Hallo? Ich bin's, der Nachbar? Ich komme jetzt öfters. Da scheint es, glaube ich, irgendwo hinzugehen. Da ist schon wieder ein Wasserfall. Ist das der Wasserfall, den wir vorhin gesehen haben? Also ganz am Anfang des Spiels? Hier ist noch ein Fenster. Ist aber alles verbarrikadiert, ne? Also. Ah, wie schön das ist. Alter Schwede. Oh, ein Schlüssel, ein Fernglas. Ah, ich gehe erstmal ins Wasser. Schön. Das wäre auch mal ein Urlaub. Have you ever found yourself feeling like you're being watched? I decided to go to the lake and catch some fish for dinner one night. I had caught a couple when I got this sense that something was watching me. I know bears roam these parts, but this was not a bear. I could feel it across the lake staring at me. I got up, reeled the line in, grabbed the fish and went inside. I've never felt like that before. Also, jetzt muss ich kurz die Namen zusammenwürfeln. Also Larry, der Sprecher, hat wohl hier geangelt und er fühlte sich beobachtet und es war kein Bär, so wie er sagte, weil Bären gibt es wohl auch hier, sondern er dachte wohl, er wird von jemand anders beobachtet werden. Also ist das Larrys Hütte? Scheint ja. Hütte... Hütteschlüssel. Okay, wir haben den Schlüssel für die Hütte. Oh, hier ist ein Kanu. Oder ein Kajak. Nennt man das so? Kanu? Kajak? Bin mir nicht sicher. Ich bin da nicht so bewandert, was das angeht. Also, wäre, glaube ich, auch nichts für mich so. Würde ich, glaube ich, mal ausprobieren wollen. Ja, aber... Okay, hier kommen wir nicht rauf. Ich denke, hier geht es wahrscheinlich gleich weiter, wenn wir mit der Hütte fertig sind. Oh, eine Bierflasche. This is where it all ended. This is where I drunkenly fell asleep and failed to protect my boy, William. Because of me, he drowned. I should have been there to protect him, but I cared more about the bottle. William ist der Sohn von Larry. Und Larry hat als Vater versagt, weil er an der Flasche gehangen hat und eingeschlafen ist hier. Mit der Flasche, beziehungsweise im Alkohol. Und William ist ertrunken. Oh, fuck. Das beantwortet aber immer noch nicht meine Frage. Wer der Tote dort hinten war. Also am... Ah, William. Oh, nein. Ach, Larry. Aber es beantwortet... Oh, Moment, warte mal eben. So, musst du mal kurz husten. Das beantwortet immer noch nicht die Frage, wer der Tote hinten am anderen Ufer war, den wir vorhin gesehen haben. I'm so... Jetzt wissen wir, warum Larry so reagiert hat am Anfang. The place feels so empty without William. But it's held up well over the years. Okay. Ja, ich guck mir erstmal um. Ja. Okay. Zigaretten, super mild. Und ein Zeitungsausschnitt. Look at this garbage. They were laughing at me. Told me to go back to the cabin and stay out of the sun for a bit. There is something or someone watching me out here. Why did I think they would believe me? They need to be warning the people not to come into these woods until this has been solved. There is something happening out here, and no one will do a dang thing about it. Mhm. Exzentrischer Einsiedler spricht von Begegnung mit Monster von Chris Gord.
Korrespondent der Daily Read. Obwohl es keine Spuren zum aktuellen Vermisstenfällen gibt, behauptet ein in der Region bekannter Einsiedler, den Fall gelöst zu haben. Unsere Quellen zufolge wurde der Mann namens Larry, der sich nur selten in der Stadt aufhält, bei der örtlichen Polizei gesichtet. Laut Zeugenaussagen habe Larry von einer wohlfahrtsähnlichen Kreatur berichtet. Wolfsähnlichen Kreatur berichtet, die in den Wäldern jagte und ihn bereits mehrfach beobachtet habe. Es ist davon auszugehen, dass die Polizei der Spur nicht ernsthaft nachgehen wird. Darüber hinaus haben wir bislang weder von Bigfoot noch von Ungeheuern von Loch Ness eine Rückmeldung erhalten, ob sie unser kleines Städtchen besucht haben. Also Larry glaubt anscheinend an Kreaturen, Bigfoot oder so. Okay. Da sind wieder die Zigaretten, ne? Ja, super mild. Tür gucken wir gleich. Ich weiß, wir müssen untersuchen hier den Bereich. Was haben wir hier? Ah, guck mal, die gute Apollo-Sonnenmilch. Lichtschutzfaktor 30. Und hier ein Bild von Vater und Sohn am See angeln. William und Dad. Camping in the woods. Ja. Was haben wir hier? Hank. Wer ist Hank? Sind wir Hank? Habe ich was verpasst? Visiting our old friend Hank. Hank. Larry kennt uns ja, sagte er. Ne? Hier ist noch ein Schlüssel. Und hier ist noch eine Notiz. Kann ich das lesen? Ich kann das leider nicht lesen. Wieso kann ich das nicht übersetzen? Ich kann das leider nicht übersetzen. Hey Larry, danke für deinen Brief. Ja, it's really... Das ist sehr, sehr ruhig hier draußen. Gut, was zu clear ahead again. Exactly what I really need right now. You know how twisted life can be, but I'm telling this toll. No matter which direction you look at, there are trees and and a few more trees. Something a raccoon drops by, but that's all the visitors I get here. I haven't seen my rangers here either, but there seems to be something strange going out here. I guess that was happened when you're in the middle of nowhere. Your imagination goes wild. Talking about strange characters, another look around sometimes reports to me on the walkie. A woman, and she's been doing the job a lot longer than me. But I really can't figure it out here. I'll keep you informed on my mysterious walkie relationship. Well, that's all for now. I let you know when the raccoon pushed me off the outhouse. Seriously, there's only a outhouse there, but there isn't more than you have out there at your cabin. Stay safe, Hank. Geht wohl also um so einen Waschbären irgendwie. Visitors, I get out here, haven't the rangers, lalala. Okay. Talking about strange characters, another look around sometimes reports to her walking, okay. Eine Frau, and she's been doing a job longer than me. Okay. Gut. Wir haben Gästezimmerschlüssel. Hier gibt's ein Gästezimmer? Okay. Gucken wir doch mal. Tatsächlich, ein Gästezimmer. Ich finde es immer schade, wenn einige sagen, übersetzen, einige nicht. Es wäre schön, wenn das hier zum Beispiel auch. Wieso kann ich das nicht lesen? Ich würde es gerne lesen. Ich kann es nicht lesen. Wir sollen das ja... Na, wie es hier weitergeht, sehen wir in einer weiteren Folge. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.